Hey Leute, damit herzlich willkommen zu Banished Part 8 oder Part 7. Ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt, weil wir haben es gerade 18 Uhr und um 18 Uhr kommt ja eigentlich ein Video. Wir haben 17.58 Uhr, um genau zu sein. Und eigentlich muss ein Video kommen und ich will jetzt nicht gar nicht lange labern. Deswegen nehme ich das gerade noch ganz schnell auf. Ich muss es kurz rendern. Das dauert 10, 15 Minuten. Und dann Base hochladen für 5 Minuten. Das geht ja alles recht schnell. Deswegen, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir letztens stehen geblieben sind. Die letzte Aufnahme war am 23.5. und jetzt haben wir den 31.5. Das ist ein paar Tage hin und ich mache wieder Pause, Play. Genau, wir wollten uns doch über Iron Tools, um die Iron Tools kümmern. Und Essen haben wir auch gar nicht mehr, merke ich gerade. Okay, was für die Jahreszeit haben wir? Late Spring. Oh. Aber die Ernte, ja, sollten wir schaffen vielleicht. Ja, sollte möglich sein, dass jetzt nichts Unmögliches, dass wir das nicht mehr überleben. Ich wollte mich um die Iron Tools kümmern, dafür brauchen wir einen Blacksmith. Hier. Mit R rotiert man übrigens, für die Leute, denen das interessiert. Und jetzt juckt mein Arm. Ich habe das schon mal gebaut. Und da werde ich auch direkt hier die Priorität hochsetzen. Dafür. So, ich habe mal kurz meinen Arm gejuckt. Das ist irgendwie... Okay, ich muss Bilder einsetzen wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob die Sounds okay sind. Wenn nicht, dann nicht, dann halt. Aber ich werde gleich auch weiter aufnehmen. Ich werde das gleich nur kurz schneiden und rendern und dann werde ich wieder aufnehmen. So, wir haben ja hier letzte Folge haben wir uns um die Kühe gekümmert. Ja, und also wir kriegen jetzt noch ein bisschen Fleisch hinterher. Hat eigentlich jemand schon Fleisch bekommen? Also noch sehe ich kein Fleisch. Essen ist low. Iron ist low? Was? Oh. Haben wir noch genug Iron? Wahrscheinlich der Iron ist low, nicht, dass es leer ist. Wir haben gar kein Eisen mehr. Oder? Ja, wir haben kein Eisen mehr. Das Problem ist, das heißt, wir können auch allgemein keine Werkzeuge mehr bauen. Und man sieht hier, das geht jetzt sau langsam. Mistelzweig. Mann. Ich hoffe, dass wir das noch überleben werden. Nicht Wodka wollte ich gar nicht. Remove Resources. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal so Ressourcen abbauen. Haben wir auf dieser Insel? Nein, wir haben auf dieser Insel keine Ressourcen. Doch, da. Ich wollte gerade sagen. So, mit ein bisschen Glück ist da Iron drin. Wir müssen uns da jetzt ein bisschen. Also, ihr könnt nur auf die Daumen drücken. Mehr könnt ihr nicht machen. So, Bilder habe ich jetzt mal ausgesetzt. Ich hoffe, dass wir mit dem Essen auskommen. Mit dem Essen hoffe ich einfach nur. Weil jetzt, da die Leute hier nicht mehr arbeiten, sieht man ja, geht das, also die Leute arbeiten zwar noch dran, aber die arbeiten halt noch recht langsam dran, da sie keine Werkzeuge mehr haben. Also keine Iron Tools mehr. Und ohne Iron Tools können sie nur noch langsam arbeiten. Naja, leider. Ist hier übrigens... Stimmt, hier kommt übrigens auch später eine Handelsanfrage und da können wir hier hingehen und da können wir handeln. Genau, das wäre perfekt, wenn jemand handeln möchte mit uns und dann kriegen wir Essen. Also wenn er mit uns Essen handelt, keine Ahnung, das kommt immer auf den Händler an. Und ja, da die Folge eigentlich so aktuell ist, also die Folge ist die aktuellste auf meinem Kanal, die man so haben kann gerade. Also vom Video, vom Aufnahmedatum sage ich jetzt mal, weil... Ich nehme die am heutigen Tag auf und in der gleichen Stunde nehme ich sie auf, als sie rauskommt. Und ja, ich kam in letzter Zeit nicht mehr hinterher mit YouTube und so einem Kram. Das habe ich auch in irgendeinem Vlog runtergeschrieben oder in irgendeinem Video. Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Und ja, ich kam dann nicht hinterher und dann habe ich mir halt dieses Wochenende, sage ich jetzt mal, ich habe mir mal frei genommen dieses Wochenende. Heute haben wir ja Sonntag, oder? Haben wir Sonntag? Ich gucke nach. Ja, wir haben Sonntag, okay. Okay, also wir haben Sonntag und ja, ich war mit Espen, aka Ice Storm, der war bei mir und wir haben ein bisschen geschillt, wir haben ein bisschen gezockt, wir haben, ich glaube, ein bisschen Minecraft gespielt, wir haben Torchlight gespielt, wir wollten auch streamen, aber das kam, wir haben auch gestreamt, aber wir haben nur eine Stunde gestreamt und da haben wir, glaube ich, nur, was habe ich da überhaupt gestreamt, ich habe da, glaube ich, Need for Speed Rivals gestreamt. Und dann habe ich irgendwie nicht mehr gestreamt, dann habe ich die ganze Zeit noch gezockt, das habe ich dann total vergessen. Dann habe ich noch CS gezockt, also CSGO, und... Warum ist das jetzt schon wieder so, dass wir Pause machen, haben? Ich will das nicht. 84. Also es läuft ein bisschen langsamer, glaube ich, ne?
Aber bis jetzt hat noch niemand irgendwie das Problem mit Essen. 6 Potatoes, also wir, ich glaube, die meisten haben noch genug Essen. Vor allem, weil die meisten auch noch hungern können, ein bisschen. Und wir haben 85%. Ich glaube, wir werden das überleben. Dieses Jahr zumindest noch, wenn wir überleben. Ich guck mal, wie viele Einwohner wir noch haben. Wir haben 30 Einwohner. Ich habe gerade erwähnt, noch haben. Wir haben Sommer. Sommer kriegen wir doch immer unsere Ernte, glaube ich, ne? 9 sind ohne Werkzeuge. Und Iron Tools 5 Sterne. Dorf, klassisch, ne? Ganz klassisch, machen wir nicht Pixelwolf nach, ganz klassisch, du Lappen auf Milch. Würde jetzt einer runterschreiben in die Kommentare, ich feiere das Kommentar immer noch. Ja, und warum denen es nicht so gut geht, habe ich keine Ahnung. Schon wieder pausiert, warum pausiert er denn immer? Das war doch vorher auch nicht so. Vorher war das doch auch nie so, vorher hat er auch immer die ganze Zeit gespielt und es war, hä? Jetzt pausiert er immer die ganze Zeit, das nervt voll. Ich bin mir immer unsicher, weil manchmal bewegen sich die Kühe nicht. Jetzt zum Beispiel sind die einfach still und essen nicht mal was. Okay, ich glaube die... Nee. Ah, also irgendwie... Die bewegen sich auch nicht richtig, habe ich das Gefühl. Haben wir eigentlich jetzt noch Iron? Also Iron wird... Also das Iron, was hier abgebaut wird, wird immer noch hingebracht von den Laborer oder wie die heißen. Die Bilder bauen nur. Das ist aber nur... versteht man sich. Versteht man hoffentlich, ne? Und die Folge wird heute etwas kürzer, vielleicht nur 14 Minuten anstatt immer 17 Minuten. Das ist eigentlich so unnötig, dass ich das gesagt habe, aber ich auch, aber Hauptsache ich hab's gesagt. Alter, 75%, das war doch die ganze Zeit auf 74 gerade eben. Das geht so lahmarschig hier voran. Hier hat einer zum Beispiel noch Werkzeuge, der hat auch noch Werkzeuge. Also hat ein Werkzeug, ne, also hat ein Iron Tool. Deswegen geht das hier etwas schneller anscheinend. Hier 90%, 90% auch hier. Ja, okay, der hat auch einen. Ja, hier ist es noch gleich. Also hier haben noch Leute Werkzeuge. Ach nee, das war nur so ein Kind wahrscheinlich. Und hier geht es recht langsam. Wobei, jetzt. 78, also trotzdem ist es recht langsam, finde ich. Vor allem, wenn wir die Ernte bis zum Winter nicht bekommen haben, dann verblüht die oder weiß nicht, wie man das nennt. Geht die auf jeden Fall weg. Die verschwindet einfach. Und das ist nämlich so das größte Problem, wovor ich einfach Angst habe. Weil wenn das so langsam ist, dass wir es nicht mal bis zum Winter schaffen zu ernten, dann haben wir ein großes Problem. Und solange wir es noch nicht Late Summer haben, ist es noch nicht zu spät. Also Late Summer müssen wir, also das ist wirklich das Maximum. Und wir sind schon im dritten Jahr, das freut mich. Wir haben 36 Grad, wir haben Sommer, wir sind im dritten Jahr, wir haben 30 Einwohner und ja, 5 Sterne, Mistelzweig hier, ganz klar, sehe ich hier. Und... Kann mal jemand in die Kommentare schreiben, wie man diese Lebensanzeige höher kriegt? Ich möchte natürlich ein zufriedenes und lebwohles Dorf haben. Und, ja, wie soll ich sagen? Ich möchte es halt, ich möchte das Dorf, soll zufrieden sein. Wir haben letztes Mal, und ja, letztes Mal 98% sollte jetzt schaffbar, verschaffbar sein. Auf jeden Fall kann mir jemand in die Kommentare schreiben, wie wir das etwas höher pushen können. Also die Lebensanzeige da. Und hier wird geerntet. Ja, die Ernte ist drin. Ja, ja, toll. Ich mag den Soundtrack übrigens. So, vor allem, weil die meisten haben ja noch Essen. Mal ohne Witz. Mich das mal klarstellen. Die haben Feuerholz hier, verbrauchen das Feuerholz. Im Sommer, wo wir es 24 Grad haben, hitzen sie ihr eigenes Haus nochmal durch. Wer will mir das denn bitte erzählen, dass sie das im Sommer machen? Das ist erstens nur Verschwendung vom Feuerholz her. Zweitens, die schwitzen sich doch zu Tode da drinnen. Aber gut, okay, wenn die das so mögen. Nee, jeder macht was anderes, sag ich mal, ne? Ja, jetzt haben wir hier wieder was. Das wurde gerade direkt rausgenommen, oder? Aber von wem? Das sieht man hier. Ah, ich wünschte mir, dass man mehr reinzoomen könnte. Vielleicht gibt es dafür sogar einen Mod. Genau, ich wollte mal nach ein paar Mods gucken. Nur halt, das Spiel soll noch flüssig laufen. Und nicht irgendwie... die ganze Zeit längen. Welche Jahreszeit haben wir? Late Summer. Also nach Late Summer sollten wir es eigentlich
Wir schaffen die Ernte, hoffe ich. Also die Ernte werden wir wahrscheinlich schaffen, aber ob wir die schaffen, die ist erst jetzt bei 100% und wird jetzt geerntet, aber das schaffen wir. Jo, das schaffen wir. Und dann kann das hier auch endlich gebaut werden. Es hat immer noch nicht genug Eisen. Wir brauchen mehr Eisen. Meine Fresse hier, das kann ich rein. Da wollte ich ganz gar nicht gucken. 20 Grad haben wir jetzt. Wir brauchen zwei Bilder. Wir haben genug Einwohner, das finde ich gut. Also bis jetzt haben wir noch genug Einwohner. Wir haben jetzt nicht irgendwie eine Überbevölkerung oder sonstiges. Das habe ich, glaube ich, eigentlich ganz gut hingekriegt. Ich habe nur ein Haus hinzugefügt. Und ich glaube, das war dies hier, ne? Das Haus habe ich nur gebaut. Nur das eine Haus habe ich gebaut. Die restlichen sind schon Standard gewesen, weil wir auf den einfachsten oder ich glaube normal spielen, keine Ahnung. Und ja. Übrigens, für die Leute, die sich fragen, wo ist der Unterschied zwischen den Schwierigkeiten? Also die Schwierigkeiten sind eigentlich nur, dass das Anfangsessen niedriger ist. Man hat am Anfang irgendwie 1000 Potatoes, wenn man auf einfach spielt. Und bei schwer hat man zum Beispiel nur 400 Potatoes, damit sollst du auskommen. Und du hast keine Häuser, du hast nur dieses eine Lagerhaus, glaube ich, wo das Essen halt drin ist. Und das hast du, glaube ich. Und da hast du halt noch 5 Einwohner oder so und damit musst du auskommen. Ist recht schwer und ich glaube, die Zeit ist pausiert, ja. Und warum pausiert er das jetzt immer? Ich habe keine Ahnung. Welche Jahreszeit haben wir? Wir haben Early Atom. Ja gut. Sollten wir schaffen. Wie viel Essen haben wir hier? 500. Und wie viel haben wir insgesamt? Wo sieht man das? Hier sieht man das. Wir haben noch 2 Herzen. Warum? Hier Essen. Ja, also ich bin damit zufrieden. Vor allem, weil die meisten Leute ja auch noch Vorrat haben. Ja, also mit dem Dorf bin ich auf jeden Fall zufrieden. Boah, ich mag die Musik so im Hintergrund. Die ist einfach so geschillt, wisst ihr? Das ist jetzt kein Elektro, wo so, wo man die ganze Zeit so abgeht, so. Okay, das war jetzt ein bisschen. Okay, aber er versteht mich hoffentlich. Und hier ist, glaube ich, wahrscheinlich noch Iron. Ich hoffe, dass wir hier noch Iron rauskriegen. Ein bisschen zumindest. Haben wir noch Iron drin? Also, wir haben wirklich 0 Iron. Das ist schon. So ist hier. Ah, wir haben nur noch ganz wenig Iron. Das heißt, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Yay. Ich mache die ganze Zeit so, ne? Umso weniger ich mich bewege, umso früher seht ihr das Video. Wisst ihr, wie ich das meine? Umso weniger ich mich bewege, umso weniger Bitrate verbrauche ich. Also ich renne da in der 10.000er Bitrate und nehme auch 110.000er Bitrate logischerweise auf und 60 FPS. Und wenn ich mich, umso mehr ich mich bewege, umso mehr muss ich rendern, ne? Das macht irgendwie Sinn. Zum Beispiel das Wasser, das sich hier bewegt, das wird ja gerendert und das braucht natürlich auch wieder etwas länger. Wenn ich mich aber die ganze Zeit so bewege, dann braucht das Zeit. Das nimmt Zeit in Anspruch. Aber ich rendere so ein 20-Minuten-Video in circa 20 bis eine halbe Stunde. Und das Video würde ich ungefähr 20 Minuten rendern. Weil das ist jetzt kein krasses Bitrate-Video, wie zum Beispiel Minecraft. Minecraft ist wirklich so ein Bitrate-Fresser. Weil du dich halt hauptsächlich immer bewegst und die Pixel ist halt so. Ist jetzt schwer zu erklären, aber wenn du Minecraft in einer 5000er Bitrate aufnimmst, sieht scheiße aus. Oder wenn du 5000er Bitrate renderst halt. Wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein Rennspiel in 5000er Bitrate aufnimmst, sieht es auch scheiße aus. Wenn du jetzt City Skylines oder Banish oder sowas, halt solche Spiele, wo man sich was aufbauen muss oder so. Die brauchen wenig Bitrate, aber ich nehme trotzdem immer eine Bitrate, 10.000er Bitrate auf. Also, halt, was ich, umso mehr sich das bewegt, umso mehr Bitrate verbraucht das auch, logischerweise. Und, ja, wir sind jetzt bei 14 Minuten, wir sind eigentlich schon bei 15 Minuten sozusagen. Deswegen, wir werden im nächsten Part uns jetzt hier drum kümmern. Wir können das gleich sogar bauen schon. Und, ja, wir werden uns dann in der nächsten Folge um Iron Tools kümmern. Wir haben das Essen erfolgreich hingekriegt. Wir haben jetzt auch perfekt Winter. Wir haben 858 Essen. Oh, da kommt sogar noch einiges dazu. Jetzt haben wir ungefähr 1000. Wir haben 1400. Ach du Scheiße. Ja, wahrscheinlich kommt da noch was dazu vielleicht.
Und auf jeden Fall wäre es nett, wenn ihr das Let's Play besser verfolgen könnt. Nein. Ich kann mir das nicht abgewöhnen, dass mit dem, wenn ihr das Video bewerten könntet, das kann ich mir nicht abgewöhnen. Aber ich versuche es mir abzugewöhnen, weil genau wenn man das sagt und dann man merkt, ich habe es gesagt, aber ich will es mir abgewöhnen, so lernt man das ja auch, glaube ich, ne? Ich finde, so lernt man das. Wenn man mich jetzt verstanden hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part. Wäre nett, wenn ihr das nächste Mal einschaltet wird. Ich habe mir das so sehr angewöhnt, weil ich das in jedem Video sage. Und jetzt sind wir schon gleich bei 16 Minuten. Hoppala. Naja, ciao.